Am 17. August war es wieder soweit. Die neuen Auszubildenden im Kolping-Berufsbildungswerk Hettstedt wurden feierlich in der Halle der Nationen begrüßt. Selbstverständlich war es der Geschäftsführer und Gesamtleiter des Kolping-Berufsbildungswerkes, Dr. Markus Feusner, der als erster das Wort ergriff. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu Beginn des Ausbildungsjahres 2022 hier im Kolping Berufsbildungswerk. Ganz besonders natürlich die Jugendlichen, die jetzt erstmalig auch die oder unsere Auszubildenden sind, die Eltern, Familienangehörige, die mit begleiten, die Gäste, die mit dabei sind und natürlich auch alle Mitarbeiter und die Vertreter der Medien, die auch natürlich über dieses Ereignis, über dieses schöne Ereignis hier auch berichten werden. Und wir freuen uns, dass Sie alle da sind. Sie haben eben schon so einen kleinen Einblick bekommen. Gerade die Auszubildenden haben natürlich geschaut, was kommt da alles auf mich zu, was sind die Ausbildungsinhalte in meinem jeweiligen Beruf. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir machen ja viel mehr als Ausbildung, denn wir sind in den nächsten Jahren auch hier ein klein wenig Ihre Heimat. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig und Sie sollen sich bei uns wohlfühlen. Es sind 46 an der Zahl, die heute neu bei uns beginnen werden in der Ausbildung. Und ich glaube, viele sind gespannt. Einige waren natürlich schon bei uns im BVB, kennen uns, andere kommen neu dazu. Von daher ist der Übergang eben nicht bei allen, sondern bei einigen abrupter, bei anderen, die hatten jetzt Ferien auch und sind gut erholt. Und ich glaube, sie haben sicherlich auch eine bestimmte Erwartungshaltung, die sie mitbringen. Mit der Lehre beginnt natürlich auch ein neuer Lebensabschnitt. Wir werden es nachher auch in einem kleinen Film nochmal sehen. Es werden die Weichen für ihre Zukunft gestellt. Und wir möchten sie dabei begleiten. So auf den kommenden Lebensabschnitt eingestimmt, erwarteten die Azubis Grußworte. Zunächst von Herrn Vogler von der Kreisverwaltung Mansfeld-Südharz, der den jungen Herren und Damen viel Glück bei der Ausbildung wünschte. Ebenso die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Mansfeld-Südharz, Frau Dr. Ziesche, die die Unterstützung ihres Hauses anbot. Und schließlich Bürgermeister Dirk Fuhlert, der ja mit den 46 Jungen und Mädchen auch zumindest zeitweise neue Bewohner der Kupferstadt Hettstedt begrüßen konnte. Dann konnte Ausbildungsleiter Herr Rosenkranz die einzelnen Berufsfelder mit tatkräftiger Unterstützung von Auszubildenden, die schon länger dabei sind, vorstellen. Es handelt sich dabei um die Metalltechnik, die Holztechnik, Ernährung und Hauswirtschaft, Textiltechnik und Bekleidung, Farbtechnik und Raumgestaltung sowie den Gartenbau. Insgesamt stehen 27 Berufe zur Auswahl. Außerdem erhielten die Auszubildenden eine kurze Vorstellung der betreuenden Bereiche wie Rehabilitationsmanagement, Freizeitpädagogik, Wohnheim und medizinischer Dienst.